herzlich willkommen zurück zu A Way Out, wollte ich gerade sagen. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Das ist falsch, denn das hier ist Hard Truck Apocalypse. Aber A Way Out könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Findet ihr in den Playlists. Zusammen mit anderen. Einfach mal Werbung hier nochmal machen für alte Projekte, die längst in Vergessenheit geraten sind. Und wir fahren durchs Rohr hindurch. Yeah. Au. Au, au, au. Zum Glück hat das keinen Schaden gemacht. Oha, wenn das hier der offizielle Weg ist, ich weiß ja nicht. Dann werden wir hier noch sehr viel Spaß haben. Ist hier überhaupt noch was? Hier ist irgendwie eine Kiste. Komm ich da hin? Ist aber auch ein Geheimweg. Oder wir... Oh, das... Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Habe ich es geschafft? Mich festzubacken? Bin ich auch immer ganz groß drin in sowas. Gut, trotz der fiesen Geräusche machen wir zumindest keinen, kriegen wir zumindest keinen Schaden. Okay, von da geht's schon mal nicht. Oh, hallo. Für den Loot. Dachte hier vielleicht. Nee. Da kommen wir auch nicht hin. Na gut, dann müssen wir die Kiste da erstmal lassen. Das sehe ich jetzt gerade nicht, wie wir da reinkommen. Aber wir wollen ja eigentlich auch zum Haus unseres Vaters. Vielleicht auch ganz gut, um sich hier nochmal ein bisschen wieder zu reparieren. Gut bewacht ist ja auch was anderes. Sieht auch alles ziemlich kaputt aus. Oder ist das erst... Nee, das fängt erst hier vorne an, die Siedlung. Das ist schon besser bewacht. Schießen nicht auf mich, ne? Ich dachte, die schießen auf mich. Aber hier sind auch wieder rote Autos unterwegs. Die dürfen die gerne schießen. Ja, super. Perfekt. Gut, dass er mich da versetzt. Und wir fahren rein. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Nach Minin. In Minin wird erstmal gehandelt. Das weg, das weg, das weg, das weg. Dann gucken wir mal. Die verkaufen Holz. Also unser Holz sollten wir behalten. Kartoffeln verkaufen sie. Nehmen sie für 200 das Stück. Metallschrott zahlen sie auch ganz gut. Dann reparieren. Eieiei, das war wieder teuer. Und der alte Mann dort im Rathaus. Guten Tag, junger Freund. Bist du an der Geschichte der Architektur interessiert? Nicht, dass es wirklich einen Unterschied macht. Mein Ende ist nahe und niemand will mich, alter Mann, zur uralten Krypta bringen. Dabei handelt es sich um ein Monument von großem kulturellen und architektonischen Wert und ich würde liebend gern meine letzten Stunden dort verbringen. Vielleicht fährst du mich ja dorthin. Ich bezahle auch. Ja klar, ich werde dir helfen. Dann haben wir hier in der Bar Ölbrunnen den Aufseher Buck. Hallo Reisender. Hast du vielleicht Arbeit für mich? Wir haben mehrere wertvolle Maschinenteile aufgesammelt. Liefere sie in Asgard ab. Die lokalen Techniker werden dir dafür 1029 Münzen zahlen. Okay. Und Arbeiter Sharky. Offenbar kommst du aus einem fernen Land. Bist du geschäftlich hier oder suchst du Abenteurer? Wie ich gehört habe, hat der Forscher Ivan hier gelebt. Ich würde mich gerne in seinem Haus umsehen. Da bist du hier genau richtig. Ivan hat mit seiner Frau und seinem Sohn in diesem Haus gelebt. Alles war bestens, bis zu dieser schrecklichen Nacht, als er nicht in der Stadt war und die Banditen seine Frau töteten. Allerdings hat auch keiner der Banditen diese Nacht überlebt. Diese tapfere Frau hat ihren Sohn mit ihrem Leben beschützt. Ivan nahm den Jungen und verließ die Stadt. Seitdem steht das Haus leer. Das war eine traurige Geschichte. Ich sollte jetzt besser gehen. Das hat uns jetzt... wie weitergebracht? Also ich wollte eben nochmal gucken. Hier. Hier, was die hier so Schönes haben.
Gut, wir haben eigentlich auch kein Geld dafür, wie ich sehe. Nein, haben wir definitiv nicht. Keine Kohle. Dann fahren wir wieder raus. Ja, fahrt mich so raus, dass ich hier nicht rumkomme. Ganz schlau. Und dann gucken wir doch mal, was jetzt unser Logbuch sagt. Vaters Haus durchsuchen. Den alten Mann begleiten. Und ich glaube, dass er dort sterben wird. Gruselig. Paket nach Asgard liefern. Ich glaube, wir müssen jetzt eh erstmal den alten Mann begleiten. Oder haben wir den jetzt hier mit Sack im Sack? Mit Sack und Pack. Wenn, dann würde ich nämlich erstmal hier nach. Wir müssen da erst zu einem Ort hinfahren. Dann gucken wir natürlich uns erstmal das Haus an, nachdem wir jetzt hier den oder die getötet haben. Ach, die Turrets stehen da drinnen. Ah, alles klar. Aha. Jetzt fahren wir natürlich wieder nach oben. Zum Turm. Ich hoffe, dass er jetzt diesmal den Weg nach oben findet. Dann soll nämlich der Turm den kaputt machen, den Lorry. Ist nicht so die große Lust, gegen den zu kämpfen. Geht doch. Auch schön, dass er auf den Turm schießt. Wow. Au. Was zur Hölle? Also heute ist es aber echt ganz schön buggy hier. Fliegt das Ding durch die Gegend und haut mir mal eben so die halbe Lebensenergie weg. Ich glaube, das geht los. Ich glaube, das geht los hier. Tja, dann muss ich ja nochmal her und nochmal reparieren. 1300, danke Spiel. Vielen lieben Dank. Freut mich immer wieder. Ah, sowas Fettes hier. Tödliche Omega. Mörser, ich glaube, das ist das, was ich mal gerne mal hätte. Oh. Kannst dir das nicht leisten, ist ja gut. Nächster Versuch. Vielleicht wäre auch nochmal so ein Schnellspeichern ganz gut, nachdem, was hier heute schon alles passiert ist bei der Aufnahmesession. So. Hier ist das Haus. Und was muss ich jetzt hier machen? Ah, du hast den Auftrag ausgeführt. Es gibt viele seltsame Sachen hier. Aber alles ist gebrochen. Bad luck. Warte, hier ist mein Name engraved auf dieser Plank. Lass mich einen closer look. Something is hidden behind it. An amulet of some kind. Hey! It's working! It's Ben. Roger that. I fixed the radio transmitter. How's the research going? Radio? You're a genius, Ben. Everything is in ruin here. All I found is a funny amulet with buttons. There's an inscription on it. It's UB-627, Red Access. Is it of any value? Roger? Let me think. Yes, I know. It's the key from the Sea Gate. I wonder how your father got it. Listen carefully now. The legend says the Oracle lives somewhere on a distant island. One who manages to overcome all obstacles. Have any question answered. It's balderdash, of course. It would be convenient to ask that oracle of yours about Ivan's fate. Anyway, it is not a coincidence that this key was hidden here. Let me finish. However, some ancient sources mention a top secret facility at the distant island. Your amulet is also mentioned here. There actually may be something behind the legend. You must surely check it out. Go north all the time. Somewhere at the edge of the world is the sea. I don't know much more. Ask around. Damn transmitter. The signal's gone.
but I know what to look for now. I'll start asking questions. Tja, das Orakel müssen wir also befragen. Gucken wir nochmal hier in den Log. Vielleicht irgendwie Zugang zu einer alten Festplatte? Könnte ich mir gut vorstellen. Seetor finden in Minin. Könnte jemand über das Seetor Bescheid wissen? Die Spur, die mein Vater hinterlassen hat, führt in das ferne Land, in dem das Orakel lebt. Gut. Dann also nochmal wieder zurück nach Minin. Oder wir machen eben die Aufträge. Nö, wir fahren eben nach Minin. Wenn wir schon mal hier sind, wäre ja blöd, jetzt wieder wegzufahren. Ist aber auch ein ganz schönes Hin und Her hier. Rum und Hupen. So, fragen wir mal. Vielleicht weiß ja der Arbeiter Sharky etwas. Was willst du, Landstreicher? Ich suche nach dem Seetor. Es müsste etwas Großes sein. Man hat mir gesagt, dass ich es erkennen werde, wenn ich es sehe. Es soll hier in der Gegend sein. So eine krasse Geschichte habe ich bisher noch nie gehört. Da werde ich wohl jemand anderen fragen müssen. Warte, ich habe sie von einem meiner Freunde gehört, der sie von einem seiner Freunde aufgeschnappt hat. Komm schon, gib es zu. Nun, es gibt da einen Fischer, der Geschichten über einen Seeschatz und ein Monster erzählt, das ihn bewacht. Bisher konnte allerdings niemand diesen Schatz finden, da nur der Fischer seinen Ort kennt. Wie war also der Name dieses Märchenerzählers? Von welchem Märchenerzähler redest du? Verfluchter Fischer, spiel nicht den Dummen. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Versuche dich zu erinnern, streng dich an. Wenn ich so darüber nachdenke, mein Gedächtnis braucht oft einen kleinen Anstoß, um auf Touren zu kommen. Hier sind 100 Münzen. Jetzt erinnere ich mich wieder. Es war ganz sicher der alte Homer. Der alte Homer? Wo kann ich ihn finden? Am Ufer natürlich, im Fischerdorf. Aber es gibt da ein Problem. Wir haben kein Benzin mehr in der Stadt. Deswegen können unsere Karawane nicht nach Norden fahren und alleine wirst du nach Ulm, den Weg nach Ulm nicht finden. Versuchst du etwa mehr Geld aus mir herauszupressen? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Hör zu, du scheinst ein tapferer Mann zu sein. Wenn du uns hilfst, kannst du dich unserer Karawane anschließen und mit ihnen nach Norden fahren. Wir werden dir dann den Weg nach Ulm zeigen. Rede zuerst mit dem Bürgermeister. Sag ihm, dass Sharky dich schickt, damit du bei der Lösung des Problems behilflich sein kannst. Ich werde gleich dorthin gehen. Dann wieder zum Bürgermeister. Schnell, ich bin in Eile. Sharky schickt mich, damit ich bei der Lösung des Problems behilflich sein kann. Du? Nun, wir könnten in der Tat jede Hilfe gebrauchen. Was ist das Problem? Es ist wie in einem alten Witz. Es gibt 20 Gründe, warum die Waffen nicht gefeuert haben. Die erste lautet, es gab keine Munition. Banditen haben den Ölbohrturm eingenommen und unsere Ölzufuhr abgeschnitten. Unsere Ölvorräte neigen sich dem Ende zu. Erwartest du, dass ich es ganz alleine mit den Banditen aufnehme, obwohl alle Männer im Dorf zusammen nichts gegen sie ausrichten können? Wir haben nicht unser Bestes im Kampf gegeben, weil wir mit internen Problemen beschäftigt waren. Du musst wissen, unsere Gewerkschaft hat einen Streik ausgerufen. Abgesehen davon, dass ich die Banditen loswerden soll, willst du auch, dass ich eure Arbeiter dazu bewege, die Arbeit wieder aufzunehmen? Mit einem Wort? Ja. In Ordnung, ich werde mit der einfacheren Aufgabe beginnen. Den Banditen. Wir wären dir sehr dankbar. Na los. Ja, wir dürfen ja wieder alle Probleme lösen. Das ist ja immer das Gleiche. Und Nacht ist es auch noch. Na super. So, schauen wir doch mal. Ölmine ist hier oben. Ich würde sagen, wir fahren... wir gucken erstmal nochmal, wo die anderen Sachen sind. Wir haben ja auch noch das Paket nach Asgard. Asgard liegt hier. Ne, dann fahren wir natürlich erstmal hier hin. Oder erst zur Ölmine. Mal gucken. Ich bin mir noch nicht sicher. So, alter Mann begleiten. Machen wir auch mal wieder auf aktiv. Das war ja dichter dran. Ich denke mal erstmal die Ölmine. Da müssen wir ja nur die Straße hier weiter nach Norden fahren. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass dieses Orakel, sowas wie das Internet, vielleicht so irgendwie irgendwo mit vielen Informationen drauf gespeichert. So, wieso fahre ich jetzt nach... Hier ist doch Norden. Das ist Norden, aber der zeigt ja nach da, ne?
ich muss hier schon nicht so ganz richtig. So, ich glaube, die Folge ist vorbei, wenn ich den Weg gefunden habe, wo ich jetzt langfahren will. Ich möchte diesem Weg hier folgen, auch wenn er erstmal Richtung Süden geht, aber er macht ja eine Biegung. Und dann macht sie eine Biegung nach links und dann folgen wir diesem Weg. So, war doch gar nicht so schwer. Und da vorne sind schon wieder Gegner. Ein Lorry, noch ein Lorry. Oh yeah. Versucht den mal ein bisschen auszuweichen. Drei Lorries. Ne, wieder zwei Lorries und ein kleiner. Kann ich nicht ausweichen. Das ist ungünstig. Wie sollen wir denn gleich dann noch die Banditen da hinten besiegen? Wenn ich jetzt hier gegen so viele kämpfen muss. Die irgendwie einfach nur Damage machen. Darf ich doch gleich wieder zurückfahren. Kann ich eigentlich auch jetzt zurückfahren? Wenn ich den Weg finde. Beziehungsweise die Karre unter Kontrolle kriege. Schön im Zickzack. Glaube ich nicht so viel. Oh, wegfahren ist vielleicht gar nicht so die gute Idee. Mal ein bisschen Deckung im Windschatten nehmen. Ich dachte, ich fahre mal zurück und dann können die Türme das erledigen. Ich weiß noch nicht, ob die mir folgen. Doch, die scheinen mir zu folgen. Sehr gut. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt gegen die kämpfen muss, dann kann ich ja auch gleich hierher fahren. So, haben die jetzt? Sind noch nicht tot. Der ist weg. So habe ich mir das doch vorgestellt. Außerdem haben wir dann auch wieder ein bisschen Geld, das wir auch dringend brauchen. Eieieiei. 354, das war ganz schön knapp. Dann wird das wohl diese Folge nichts mehr mit ankommen. Schade. Und reparieren. Da könntest du auch mal einen Rabatt geben, oder? Ich bin doch jetzt hier schon Stammkunde. Was ich hier schon repariert habe. Also es wird doch schwerer. Aber zwei von den Fetten ist halt schon eine Ansage. Das ist echt mal eine Ansage. Nächster Versuch. Wir fahren erstmal auf jeden Fall in die Richtung. Das auf jeden Fall. Ach ja, wir machen ja auch die Pause dann. Ist ja schon wieder Zeit für Pause. Huch, der war aber eben noch nicht da, oder? Haben die jetzt aufgebaut? Da vorne schon das Ölzeug. Ja gut, das schaffen wir auf jeden Fall noch. Fitcher. Nee, Fighter. Gucken, den können wir hier ein bisschen ziehen. Da sind mehrere auf jeden Fall. Auch noch ein Scout. Ach, Scout ist nicht so schlimm. Und ein Grasshopper. Der ist aber gleich tot. Scout ist auch easy. Okay, der hat einen Mörser. Der ist natürlich noch geiler als ein so ein Mörser ist natürlich noch besser. Und wir haben es geschafft. The last enemy is running away. He may lead me to his base by following. Ja, Auftrag ausgeführt.
Sehr schön. Wenn ich ihm folgen, könnte er mich zu seinem Lager führen, oder? Na gut. Egal. Nicht so schlimm. Du konntest den Auftrag nicht erfüllen. Was? Aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keinen gefunden. Ich fürchte, das muss ich dann nochmal neu laden. Denn... ich denke mal, wir müssten das schon irgendwie hinkriegen. Wann habe ich denn den letzten Speicherpunkt? Müssen wir nochmal hinfahren. Hilft nichts. Aber das nicht mehr heute. Das nicht mehr heute. Wir müssen dann nochmal hinfahren und dann muss ich also diesmal darauf achten, dass wir den Banditen folgen, weil wir ja auch das Lager zerstören müssen. Denn das ist unser Auftrag. Dachte ich irgendwie. Ölmine von Banditen befreien. Jedoch, das haben wir geschafft. Und das Banditenlager zerstören nicht. Oder ich weiß nicht, ob wir das hätten machen müssen, aber wir können es beim nächsten Mal nochmal probieren. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns nach der Pause in der nächsten Folge wieder. Macht's gut.